Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Dir etwas Zeit nimmst für die neue Zeit. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. In letzter Zeit versuche ich ja, meinen YouTube-Kanal ständig zu verbessern. Und da habe ich mir extra eine separate Kamera gekauft. Ich erwähne jetzt bewusst nicht die Marke, die, wie ich hinterher erfahren habe, nicht kompatibel ist mit dem Computer, mit dem Mac. Jetzt muss ich mich noch umschauen für einen separaten Monitor oder ich warte bis circa Februar, dann ist der Mac geeignet für diese Kamera. Dann wird Apple ein Programm rausbringen, so wie ich das verstanden habe, das dann das kompatibel macht mit der Kamera. Dieses Programm. Jetzt, ich lasse es mal auf mich zukommen. Wahrscheinlich werde ich mich für den separaten Monitor entscheiden. Worauf ich aber hinaus mag, ich habe unter anderem dann auch meinen separaten Datenträger, der eine riesengroße Datei ist und mega viele Dateien drauf hat, löschen. Ich wollte ihn einfach reinigen, sauber machen, weil da kein Platz mehr drauf war und so weiter. Und dieses Löschen dauerte 3, 4 Stunden. Im letzten Video habe ich dann erwähnt, dass ich mehrere Tagebücher führe, mehrere Tagebücher habe. Warum erwähne ich jetzt das? Weil ich fahre mit dem Auto, ich höre nie Radio, nie, aber an diesem Tag habe ich den Radio eingeschaltet und ich hörte eine Diskussion von einer älteren Frau und einem jungen Interviewer, die sich unterhielten über den Krieg, Weltkrieg von damals. Und die ältere Frau sagte, ich konnte nur leben nach diesen Kriegserlebnissen, als ich die Vergangenheit vollkommen losgelassen habe. Und da dachte ich mir, ja, okay, klingt logisch. Worauf ich hinaus möchte. Als ich dann heimkam und diesen separaten Datenträger vom Computer entkoppelt habe, weil er endlich fertig war mit seiner Löscherei, was war dann auf meinem Computer noch gelöscht? Die Datei der Tagebücher. Sonst war auf dem Computer nichts gelöscht und der separate Datenträger war leer. Sonst war nichts gelöscht auf dem Computer, nur die Tagebücher. Im ersten Moment dachte ich mir, aber in der nächsten Sekunde durchflutete meinen Körper eine Energie der Freiheit, eine Energie der Freude, eine Energie der, ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Früher hätte mich das enorm aufgeregt und geärgert und da, so viele Jahre sind dahin, jetzt ist alles gelöscht. Ganz im Gegenteil. Und die geistige Welt hat mich schon im Vorhinein darauf vorbereitet. Ja, und das mit der Verbesserung des Bildes, da bitte ich dich noch um etwas Geduld. Du hast sicher gemerkt, dass das nicht so scharf ist. Aber das kommt dann auch noch. Bitte ich dich noch um etwas Geduld. Eine andere kleine Geschichte. Wieder auf der Straße, also im Augenblick erlebe ich viel beim Autofahren. Da kommt ein Auto mir entgegen und auf der Autonummer steht Flow drauf. Dachte ich mir, schön, schönes Zeichen. Und wir hatten einen Termin. Mein Mann und ich. Und plötzlich kam die Angst hoch, hoffentlich kommen wir pünktlich.
Hoffentlich kommen wir pünktlich, weil es ist ein wichtiger Termin. Der hatte unter anderem wiederum mit der Kamera zu tun und dem Computer. Und das war mir sehr wichtig, dass wir da pünktlich sind. Warum habe ich denn Angst? Mit der neuen Seele und den neuen Energien braucht der Mensch doch keine Angst zu haben, wegen dem zu spät kommen. Ich komme doch sowieso pünktlich, ich komme sowieso zur richtigen Zeit. Warum habe ich denn diese Angst? Und die geistige Welt erklärte mir, du verwechselst da etwas. Das ist keine Angst in dir. Deine Energie, die aus deinem Körper kommt, bereitet den Weg vor, dass ihr ohne Probleme, ohne Stau pünktlich zu diesem Termin kommt. Und wir hatten keinen Stau. Und wir waren pünktlich da, sogar zu früh. Und wer kam zu spät? Derjenige, der den Termin mit uns ausgemacht hat, um mir die Kamera zu erklären. Also wie du siehst, frag nach in dir, ist das jetzt wirklich eine Angst oder ist das eine Energie in mir, die arbeitet, die etwas für mich tut, dass ich da und dort pünktlich bin, dass ich dieses und diesen Auftrag gut erledigen kann und so weiter. Wir sind es schon so gewohnt in uns, dass wir Angst empfinden, Angst plötzlich da ist und es in Wirklichkeit gar keine Angst ist. Ist doch interessant, nicht wahr? Ja, ich habe noch eine kleine Aufgabe für dich. Jetzt. Ja, okay. Wir haben ja das letzte Mal begonnen mit diesen besonderen Fragen. Und Lee hat weitere Fragen an dich. Drei sind es an der Zahl. Hör dir die Frage an, drück dann vielleicht mal kurz auf Pause oder notier dir die Fragen und beschäftige dich in den nächsten Tagen damit, falls du jetzt keine Zeit hast dafür. Die erste Frage lautet: Kehrst du in dich ein und stellst du dort die wahren Fragen? Kennst du die Information des neuen Wassers? Weißt du, wer du bist? Ich glaube, das ist eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt hat, uns Menschen. Aber wir werden jetzt vollkommen neu. Und diese Frage finde ich sehr interessant. Was stellt das Vorhergesagte, die vorhergesagten Antworten total außer Kraft? Wir sind jetzt vollkommen neu. Wir erfinden uns neu. Und es gibt noch eine Aufgabe, die kommt jetzt gleich beim Channeling. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es fällt mir immer leichter, durch diesen menschlichen Körper mit dir zu sprechen. Hallo, du liebe Seele, ich begrüße dich. Ich heiße dich willkommen in diesem absoluten, neuen. Es mag sein, dass du da oder dort mit alten Emotionen konfrontiert wirst, die du glaubst schon längst erledigt zu haben. Denn jetzt hast du den Mut und die Kraft dazu, hinzuschauen, es noch einmal zu fühlen, um es zu lösen, denn Gefühle wollen gefühlt werden, sie können nicht einfach abgetan
werden oder abgetragen werden oder von jemandem gelöst oder erlöst werden. Gefühle müssen gefühlt werden, um sie zu erlösen. Und lerne und denk daran. Es sind nur Gefühle. Es ist nichts, was dich überwältigen könnte. Dafür hast du schon viel zu viel Wissen über dich selbst, Erfahrungen auf dieser Erde gesammelt, Erfahrungen über dich selbst gesammelt. Du brauchst keine Angst vor diesen Gefühlen haben, denn du bist bereit für dein Überbewusstsein, ebenso wie du bereit bist für dein Unterbewusstsein. Dieses zusammenzuführen ist für dieses neue Leben gedacht, ist eine deiner Aufgaben für dieses Leben. Zugang zu diesem Überbewusstsein zu erhalten, war dir in keinem deiner Vorleben auf diese Einfachheit möglich. Früher hast du wahrlich Menschen benötigt, Gurus benötigt, Schamanen benötigt, medizinische Ärzte der Energieform benötigt, die dich darin unterstützen. Jetzt nicht mehr, jetzt kannst du dieses selbst und dein Überbewusstsein ist noch viel größer, als du denkst, dass es sein kann. So werdet ihr Menschen ausreichend Zeit dafür haben, dieses kennenzulernen, mit diesem zu arbeiten, es lieben lernen. Denn auch davor, obwohl wir es gut mit euch meinen, habt ihr noch Angst. Vor deinem eigenen Überbewusstsein hast du noch Angst. Das hat damit zu tun, dass du früher getriggert worden bist von diesen Ängsten, die in dich eingepflanzt worden sind. Angst, du kannst das nicht, du erreichst das nie, du bist nichts wert. Diese Ängste schwinden und dann auch die Angst davor, dein Überbewusstsein kennenzulernen, es lieben zu lernen, Freude daran zu haben, es in dein Leben zu integrieren. Das Leben beginnt für dich erst jetzt so richtig. Du gestaltest es immer bewusster. Das universelle Bewusstsein unterstützt dich darin. So lass Vergangenheit gehen. Konzentriere dich nicht auf die Zukunft, denn sie steht nirgends geschrieben. So wie in anderen Vorleben, dass deine Seele Pläne hat für die Zukunft, ist jetzt nicht mehr der Fall. Das haben wir euch schon oft mitgeteilt. Die Seele hat keinen Seelenplan mehr, fertig geschrieben, wie in anderen Vorleben. Es steht offen, viel Neues. Sei im Jetzt. Alles ist im Jetzt. Auch das Morgen, wenn es morgen ist, ist es jetzt. Die Pläne, Termine zu schmieden für deine Arbeit oder für deine Freunde, deine Freizeit, dein Sport gestalten, dein Lesen, deine Ruhe, ist absolut in Ordnung. Doch wundere dich nicht, wenn du konfrontiert wirst von deinem Leben, von deinem neuen Leben und es deine Termine total durcheinander würfelt. Lass dich darauf ein, denn dein neues Leben weiß es besser, was dir gut tut. Auch wenn dann da mal Angst hochkommt, die du dir selber nicht erklären kannst, forsche nach, ist es wirklich Angst? Oder nur Energie, die sich in dir regt und du es titulierst als Angst? Es wird Zeiten geben, wo die Zukunft wieder ihr bewusst schreiben könnt. Sei dir bewusst,
dass Mutter Erde dich in dieser Wandelstruktur enorm unterstützt. Du hast Halt. Sei dir bewusst, dass deine Seele dich in allem unterstützt, was du tust, und du beginnst sie immer mehr zu hören, zu fühlen, Spaß mit ihr zu haben. Rede mit ihr, fühle sie, lass sie dich fühlen. Innerer Halt finden, das wirst du. Und dieses wird noch ein spezielles Thema werden, dass wir Sandra auftragen, ihr mitteilen, dass sie darauf noch näher eingeht und dich begleitet, deinen inneren Halt in deiner Seele zu erhalten. Deine Aufgabe für die kommenden Tage kann sein, dass die Lichtsprache, die jetzt im Anschluss auf einem separaten Video kommt, öfters hörst. Immer dann, wenn eine Angst da ist, du dich unwohl fühlst, unsicher fühlst, denn diese Sprache ist eine Übertragung von Energie, die dein innerer Halt in dir aktiviert, die die Seelenfrequenz deinerseits aktiviert, die die Verbindung zur Mutter Erde noch einmal stärkt, die dich sein lässt, so wie du bist und wer du bist, die vielleicht sogar Informationen beinhaltet, die dir in diesem Augenblick gut tut, die die Antwort beinhaltet, die du im Augenblick gerade benötigst. Hör dir diese Lichtsprache öfter mal an, wenn dir danach ist, du den Impuls erhältst. Vajus, so hey, danke, danke dir, danke schön für dein Tun, dein Hiersein, deine Entwicklung, deinen Mut, deine Offenheit für das Neue. Es ist enormes, was du leistest. Vajus, so hey, so ist es. Danke dir. Okay, ich habe es mitbekommen. Da mache ich jetzt ein Video nur mit der Lichtsprache. Bis gleich. Tschüss.